Dies ist ein Soundtest meines Delta-Druckers mit DRV 8825 Schrittmotortreibern. Ich habe 0,9 Grad Schrittmotoren drin, die auf 1/16 Schritten laufen. Befeuert wird das Ganze durch ein Arduino 2560 auf RAMS 1.4. So, als erstes lasse ich den Drucker jetzt mal ein paar Dreiecke fahren in verschiedenen Geschwindigkeiten. Hat er schon einen Schritt verloren. Jetzt hat er noch ein paar Schritte verloren. Also die letzten beiden Dreiecke, da hat er Schritte verloren. Das ist natürlich nicht gut. Wir wollen mal sehen, ob das mit der neuen Hardware besser läuft. Und nun nochmal das Ganze mit den Silenzioso-Schrittmotortreibern. Wieder bei 1/16 Schritten. So, die Hardware wurde nun ausgetauscht. Statt des Arduino Mega ist nun ein Arduino Duo und statt des RAMS 1.4 ein RATS 1.2 eingebaut. Die Treiber sind weiterhin die Silenzioso auf 1/16 Microsteps. Die Werte in der Firmware wurden ebenfalls angepasst, zum Beispiel eine höhere Beschleunigung jetzt, sodass die neue Hardware soundtechnisch nicht mehr so ganz mit der alten vergleichbar ist. Ich starte jetzt einmal den Trockendruck. Im Gegensatz zu vorher wurden die Microsteps nun von 1/16 auf 1/32 Microsteps angehoben. Jetzt mal sehen, wie sich das anhört. Und nun die gleiche Datei nochmal mit 1/64 Microsteps. Schön hört sich das nicht mehr an, irgendwo kommt die Hardware da scheinbar mit der Berechnung nicht mehr hinterher. Schrittverluste gab es nicht, aber 1/64 Microsteps ist für dieses System nicht geeignet. Hier nochmal der Vergleich mit 1/32 Microsteps.